Es gibt keine Behandlung und keinen Impfstoff und kein Medikament gegen den Erreger und Nipah gehört mit 40-75% Todesrate zu den tödlichsten Viren der Welt. 1998 trat das Virus zum ersten Mal in Malaysia auf. Inzwischen ist es bis nach Indien gelangt, wo es bereits 10 Menschen umgebracht hat. Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist alarmiert und hat vor dem Erreger gewarnt. Es drohe eine weltweite Epidemie, eine Pandemie. Alles über den Erreger und die Gefahr, die jetzt von ihm ausgeht, bei Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Erstmal wieder vielen Dank an meine Follower bei den Messengern. Dort und auf unserem neuen Discord-Server gehen so viele Themenvorschläge ein. Absolut irre. Tausend Dank. Ja, 1998 trat das Nipah-Virus zum ersten Mal auf in der Malaysia und das hatte dort absolut extreme Folgen. Damals wurde das Virus über Schweine verbreitet und die Arbeiter und Arbeiterinnen in Schlachthäusern steckten sich offenbar an erkrankten Schweinen an. Die Behörden wussten sich nur mit einem zu helfen. 1 Million Schweine, das waren die Hälfte aller Schweine im Land, wurden getötet und unter strengen Auflagen vernichtet, sodass sich niemand anstecken konnte. Es gibt nämlich absolut nichts, was gegen die Seuche hilft. Keine Impfung, kein Medikament, keine Behandlung. 40-75% der Infizierten sterben einfach. Den ersten Toten gab es in Indien vor 2 Wochen. Er ging von einem toten Flughund aus, der in einem Brunnen gefunden wurde. Über die Ansteckungswege weiß man noch nicht so viel. In Indien vermutet man die Infizierung über die Ausscheidungen der Flughunde. Sie fressen Früchte an und hinterlassen Kot. Werden diese Früchte jetzt gegessen oder zu Säften verarbeitet, geraten die Viren in den menschlichen Körper. Deshalb wird jetzt vor dem Verzehr von angefressenen Früchten und Säften gewarnt. Aber es scheint sich jetzt wie bei Ebola auch die Ansteckung von Mensch zu Mensch zu entwickeln. In Indien sind jetzt Pflegerinnen und Pfleger erkrankt. Hier könnte die Ansteckung über Tröpfcheninfektion stattgefunden haben. 100 Menschen sind inzwischen infiziert. Der Erreger führt zu so Symptomen wie bei einer Grippe. Hohes Fieber, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen und Erbrechen. Ist der Krankheitsverlauf tödlich, kommen Lungenentzündung und eine eben tödliche Hirnhautentzündung dazu. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, warnt jetzt eindringlich vor dem Erreger und fordert die rasche Erforschung. Sie schätzt die Gefahr für den Ausbruch einer Pandemie, also einer weltweiten Epidemie, als hoch ein. Wenn ihr kein Video zum Nipah-Virus und zum weiteren Verlauf und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp und den anderen Messengern. Den Link gibt es jetzt hier und nur dann verpasst ihr kein Video, denn die Abo-Box auf YouTube, die ist ja immer ziemlich lückenhaft. Und über die Messenger erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Und da bekommt ihr auch den Link zum Discord-Server, wo ich im Moment mich täglich herumtreibe. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social and Media abonnieren. Da erfahrt ihr das Neueste aus der Welt der Social Media. Aber nicht die... Genau, Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Ebola-Ausbruch im Kongo gerät außer Kontrolle. Bis dann. Bleibt dran.